Im Zuge der steigenden Energiepreise will Bundesfinanzminister Lindner die Pendlerpauschale anheben. Ab 2023 könnte sie dann bereits ab dem ersten Kilometer gelten. Aktuell liegt der Satz für Berufspendler bei 38 Cent ab dem 21. Kilometer. Aus den Reihen von SPD und CDU kam Zustimmung zu Lindners Vorschlag. Zurückhaltend zeigte sich der grüne Koalitionspartner. Die Pendlerpauschale einfach anzuheben würde vor allem den Menschen zugutekommen, die sehr viel verdienen, und würde keine Anreize bieten, mehr Sprit zu sparen, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Audretsch. Eine zentrale Anforderung, gezielt Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen zu entlasten, sei damit nicht erfüllt.